Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Race Room Racing Experience, beziehungsweise mal wieder genauer gesagt einem kleinen Vorstellungsvideo von dem neuesten Patch, beziehungsweise vom Update, was heute rauskam. Es war ein großes Update, ja, das November-Update ist ja meistens etwas größer als andere Updates, sage ich jetzt mal. Und deswegen gucken wir uns das Ganze mal an. Also, was ist alles neu? Es gibt neue Autos, und zwar den R8 LMS, den wir hier sehen. Dann gibt es die Callaway Corvette, die wir hier sehen. Es gibt einen Mercedes AMG GT3, den wir hier sehen. Es gibt Triple Scream Support und eine 64-Bit-Variante. So, wie gesagt, im Game, es wurde viel gefixt und angepasst und ja, Sachen hier für Lenkräder ergänzt und so. Das ist ja meistens eher nur so Sachen, die im Hintergrund ablaufen. Oder hier, jetzt sehe ich zum Beispiel gerade Bosch DDU8 Data Display, das sind DTM-Autos, also vorne das Display, was man da sieht, ja, wurden halt ein paar Sachen geändert. Okay, ist nicht so spannend, was viel wichtiger ist, ist jetzt hier Sound, Physik und die Computergegner, und zwar wurde das Verhalten generell verbessert, der Stressfaktor wurde ein bisschen reduziert und auch verbessert, ja, ja, außerdem gibt es wieder mal Fixes auf bestimmten Strecken, wo die KI, was weiß ich, hier steht jetzt Pitlane, would easily disagree other cars and racing line. Okay, das habe ich auch irgendwo hier gelesen, dass die jetzt anscheinend schneller aus der Box rausfahren sollen im Rennen. War schon das ein oder andere Mal so, dass wir da direkt am Boxenausgang die Autos überholen konnten, weil sie so lahmarschig waren. DRS-Logik wurde verbessert. Die KI fährt jetzt auch im Qualifying schneller. Das war ja bei den DTM-Karrieren meistens so, dass ich im Qualifying weit vorne stand, im Rennen aber dann nicht mithalten konnte. Also das ist jetzt alles ein bisschen ausgeglichener. Ja, hier genau, Slowing, Car, Pitlane, ich glaube, das war das. Ja, dann hier Gearshift-Sounds. Genau, das mit der Hauptbestandteil von dem Pack war, dass die GT3-Autos neues Physikmodell erhalten haben. Und zwar hat da die Sektor 3 Studios haben sich quasi von den Rennteams aus den GT3-Serien die Fahrzeugdaten geben lassen und haben dann anhand dieser Daten die Fahrphysik abgestimmt. Man kann jetzt schlecht einen Prozent sagen, die Autos fühlen sich im Spiel zu 99% so an, wie es auch in der Realität wäre, weil du halt hier keine G-Kräfte hast und sonst was, aber eben das Einlenkverhalten und so ein Scheiß, das ist halt eben jetzt so nah an der Realität, wie es nur eben fast möglich ist. Dann haben wir hier noch Cockpit-Sounds für verschiedene Autos. An Strecken haben sie noch ein bisschen was gemacht, was Track Detection ist, wahrscheinlich Track Limits oder so, nehme ich jetzt mal an. Ja, gut, dann Cut-Track-Warning. Ja, und was gibt's Neues? Wir haben, sehe ich hier, das Data-Display vom Bentley wurde ein bisschen verschoben. Dann gibt's, warte mal hier, no longer produces visual backfires. Okay, der verursacht keine sichtbaren Flammen aus dem Auspuff mehr. M6 GT3, die Nummer 7 hat its golden rim, now has its golden rims, also hat jetzt goldene Felgen. Und die Nummer 97, received some color balance tweaks, hat also die Farben ein bisschen angeglichen bekommen. Ja, Spa-Francorchamps, improve performance on this track. Hat auch noch was bekommen, Canola, backfires. Okay, also scheinbar haben sie an den Flammenausstößen am Auspuff viel getan. Gut, so viel erstmal zur Übersicht. Gucken wir uns das Ganze doch am besten direkt mal im Spiel an. So, wir sind im Spiel angekommen und es ist bis jetzt nur einmal abgestürzt, was ja schon mal im Vergleich zu den anderen Malen deutlich weniger ist. Ich glaube, es kann auch sein, dass es sogar schon an dieser 64-Bit-Variante liegt, weil das Spiel jetzt einfach ein bisschen stabiler läuft, wobei das natürlich auch stark von den vom Internet abhängt, wie viele Leute gerade darauf zugreifen. Wir gucken uns die Autos mal ganz schnell an. Ja, wenn wir auf Einzel-Event gehen, genau. Dann dürften wir sogar noch vom letzten Rennsonntag hier alles sehen. Ja, das ist richtig so. Und dann gehen wir mal, ups, Maus auf dem Mauspad bleiben. Wir gehen, da, GT3. Und da ist schon der Audi. Was haben wir denn alles für Lackierung? Okay, wir haben vom WRT-Team, wir haben Twinbush. Okay, wir haben WRT. Haben wir auch ein Phoenix Racing. Ja, Phoenix Racing ist auch dabei, Land Motorsport ist auch dabei. Wir haben auch
Car Collection Audi, genau, das finde ich eine richtig geile Lackierung. Ist so, glaube ich, mit meine Lieblingslackierung hier. Die und das Montaplast Auto. Ich glaube, das sind meine Lieblingslackierungen in Audis. Wir haben natürlich auch den Mercedes. Das sind auch die aktuellsten Lackierungen. Mannfilter. Und was ist noch ein markantes Design? Hier genau der Mobile 1, den kennt man auch. Und die Callaway Competition Corvette. Hier, das sind ja die klassischen Lackierungen aus der GT Masters. Ja, also ist auch am Start. Gut. Ich würde mal sagen, wir haben auch für die nächsten Rennsonntage hier ein bisschen was zu fahren. Aber wir nehmen uns jetzt einfach mal den Audi. Zwar das Siegerauto von Conor De Filippi und Christopher Mies müsste das sein. Aus dem GT Masters. Upsa. Falsch. Was für Strecken fahren wir denn mal? Wir müssten ja normalerweise eigentlich jetzt die Nordschleife fahren. Ich glaube, das ist mir aber ein bisschen zu lang, weil ich habe momentan Internetprobleme und ich will, dass das Video heute noch hochkommt. Deswegen würde ich sagen, wobei, weißt du, eine Runde Nordschleife ist genauso lang wie 3 Runden irgendeine andere Strecke. Ah, komm, wir fahren die Nordschleife. VLN-Variante. Und, boah, Anzahl der Gegner. Ja, keine Ahnung, machen wir mal ein paar. Weil das soll ja auch gefixt sein. 80 Gegner, ja. Schwierigkeit machen wir 104, weil manchmal kann es sein, dass nach einem Update die KI, also die adaptive KI, sich erst wieder quasi dran gewöhnen und resetten muss. Beziehungsweise wird resettet. Wir machen Rules Custom Training aus. Einzelsitzungen machen wir auch aus. Minuten, nein, wir machen eine Runde. Ganz genau, Qualifying gibt es nicht. Wir machen einen fliegenden Start. Beim fliegenden Start haben sie wohl auch was verbessert. Das weiß ich aber jetzt nicht genau, was die verbessert haben. Was mich beim fliegenden Start immer stört, deswegen wähle ich den eigentlich sehr ungern aus. Sobald das Auto über die Ziellinie fährt, darf es beschleunigen. Das bedeutet, der erste fährt über die Ziellinie, beschleunigt und du stehst vielleicht erst in Reihe 10 und alle vor dir fahren noch langsam. Weil normalerweise, wenn es ja grün wird, fahren alle sofort schnell. Wenn ihr versteht, was ich meine, das stört mich immer noch so ein bisschen. Flaggen vollständig, Startposition. Warte mal, Pflichtbrückenstopp machen wir mal aus. Startposition. Ja, stellen wir uns mal in die Mitte vom Feld. Hä? Da, wo die meiste Action ist. So, Reifen dann natürlich an. Realistisch, Mittag. Ja. Gut. Hoffentlich klappt's. Bitte stürzt nicht ab. Das wäre sehr, sehr schön, wenn das jetzt direkt funktionieren würde. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ich glaube an Updates oder so. Ich glaube, das Größte war, wie gesagt, die Physik für die GT3s und die drei neuen Autos. Ich meine, natürlich habt ihr gesehen, was die alles in Arbeit da wieder reingesteckt haben, aber das sind halt so die Dinge, die wahrscheinlich am ehesten auffallen. Und ich stelle jetzt auch nicht, wie ich das schon mal gemacht habe, die Autos einzeln vor, weil das wird, glaube ich, zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn die ein Auto rausbringen, dann kann ich mir gern für ein Auto ein bisschen mehr Zeit lassen, aber bei 3 Autos, das ist dann, glaube ich, zu viel des Guten. So, Nordschleife braucht natürlich ein bisschen länger zu laden, aber die 64-Bit-Variante sollte, ja, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, erklären soll. Läuft halt einfach ein bisschen besser. Glaube ich, kann man so zusammenfassen. So. Dauert doch ein bisschen lange. Ich glaube, die Server sind gerade überlastet. Das ist halt auch noch so ein Punkt, ne? Es wäre eigentlich cool, wenn die eine Offline-Variante anbieten würden. Weil du bist halt permanent mit den Raceroom-Servern verbunden. Das heißt, wenn gerade viele Leute zugreifen, was ja jetzt der Fall ist, und bei denen gehen die Server ein bisschen in die Knie, dann kann es halt sein, dass das Spiel entweder permanent abstürzt oder extrem lange Wartezeiten hat. Bei Race 07 gab es ja auch die Offline-Variante. Ist natürlich hier ein bisschen schwieriger, weil du natürlich auch permanent, was heißt permanent, du käufst ja im Prinzip die Spielinhalte über diesen Store.
bei Race 07 oder Race On war es halt so, du hast dir eine CD gekauft und von der konntest du dann das Spiel starten. Wenn ich jetzt mit Steam dich wieder einloggen musst und so, braucht natürlich Internetverbindung, ist ganz klar. Weil, ja, wenn ihr ein Spiel über Steam startet, dann braucht halt Steam Internet. Aber das wäre ganz cool, wenn es da irgendwie die Möglichkeit gäbe, das dann auch von offline zu starten. Ja, gut, ich weiß nicht, wie lange das hier noch dauert. Eventuell kommt jetzt ein kleiner Cut. Okay, es scheint funktioniert zu haben. Das Spiel ist nur einmal abgestürzt. Was allerdings, wo ich jetzt nicht drauf geachtet habe, als ich das Spiel das allererste Mal gestartet habe, war das im Fenstermodus 4:3 und hat nur in 720p aufgelöst. Ich habe einfach die Auflösung dann auf 1080 Vollbild-Fenstermodus und halt 16:9 eingestellt. Kann auch sein, dass jetzt vielleicht der Sound und Grafikeinstellungen und vor allem Force Feedback resettet ist. Da habe ich natürlich jetzt nicht drauf geachtet, ne? Aber wir werden es rausfinden. So, wir schauen uns mal die Startaufstellung an. Was da jetzt so für Autos mitfahren. Ja, ob hier auch jetzt mal von den neuen. Ja, da fährt zum Beispiel schon der Haribo AMG fährt mit. Ja, hier sieht man mal der neue und der alte im Vergleich. Was mir noch fehlt in dem Spiel, ist die Möglichkeit einzustellen, welche Klassen fahren und auch welche Autos, sodass ich quasi, ich klicke mal weiter durch, sodass ich auch sagen kann, ich fahre mit den neuesten GT3s, ja, wähle also alle neuen GT3s an, würde jetzt, was weiß ich, zum Beispiel den dann abwählen oder hier den, ja, oder hier den abwählen, dass ich halt nur die neuesten GT3s habe und wird dann, ah, guck mal hier, Nummer 7 hat jetzt die goldenen Felgen. Ja, siehst du? Ja, Patchnote habe ich hier schon direkt übernommen. So. Und jetzt ich dann sagen kann, okay, ich fahre quasi mit den GT3s, nimm aber den BMW 235i Cup noch mit dazu. So, hier sind wir, Monteblast. So, dass du quasi dann das 24-Stunden-Rennen so nachstellen kannst. Ne? Ja. Okay, bis jetzt habe ich aber noch keinen von den neuen Audis gesehen. Das sind alles noch die alten hier. Und guck mal hier, das sieht auch süß aus, oder? Die zwei KWs nebeneinander. So, und dann sind wir auch schon wieder vorne. Ja. Okay. Ich guck mal, ob das Rennen jetzt startet. Weil kann das sein, dass es jetzt nochmal abstürzt. Alright, Toby, get ready. Ah, was ich jetzt auch nicht gemacht habe, scheiße. Ich glaube, ich habe jetzt Lenkeinschlag des Todes, 900 Grad. War natürlich sehr schlau von mir. Dafür wäre es vielleicht ganz klug gewesen, hätte ich nochmal ein Training voll gemacht. Yellow flag, sector 1. The P3's been dead. Yellow flag, we need to give this place back. Ja, ist ja gut. Fahr vorbei. Ah, ist schon wieder grün. Okay, you're clear. Okay, all sorted. White flag, mate. Ach ja, genau. Was auch neu ist. Oh ja, ich habe 900 Grad Lenkeinschlag. Fährt sich das kacke. Was auch neu ist, alle Autos bis auf die DTM-Wagen haben jetzt 360 Grad animierte Lenkräder. Also hier, ne? Guck. Die Animation vom Fahrer macht 360 Grad. Bei der DTM deshalb noch nicht, weil die noch die Fahreranzüge und die Helme dafür anpassen müssen. Weil die wohl noch nicht texturiert sind. Ne? Oh, ich komme ja gar nicht durch die Kurve. Das wird gleich auf der Lordsteife richtig lustig. Jawohl, dann bekomme ich schon einen mit. Okay, Toby, you picked up some minor aero damage. Also, falls ihr euch fragt, warum ich hier so scheiße fahre, oh mein Gott. You're locking up your fronts a lot. Ich fahre mit 900 Grad Lenkeinschlag. Aber ist ja gar nicht so schlecht.
Squad. Dann können wir mal ein bisschen den Sound. Och du meine Güte. Den Sound von dem R8 genießen. Das Ding ist halt, ich würde das Rennen neu starten. Beziehungsweise, warte mal. Um den Lenkeinschlag einzustellen, muss ich das Rennen. Also muss ich einmal ins Hauptmenü. Und das will ich halt nicht, weil mir dann das Spiel garantiert wieder abstürzt. So, alles in allem fährt sich das Auto echt gut. Wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich mich mal hier drin ein bisschen um. Yellow flag in sector 2. Oha. Okay, Toby, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. Yellow flag. Da bin ich auf den Abweiser gekommen. Green flag, sector 2. Ich traue mich eigentlich gar nicht, das Video hochzuladen. Und hinten nochmal angeeckt. Oh. Ach du meine Güte, was haben wir denn hier verursacht? Steht doch irgendwo einer oder warum ist noch gelb? Ne, jetzt ist grün. Sector 1 ist clear. Also falls ihr euch fragt, warum ich so beschissen fahre, ich muss fast doppelt so viel das Lenkrad drehen wie der Fahrer, den ihr da im Video seht. The gap to Cassidy ahead is increasing. It's now 2.7. Und wenn es jetzt schon blöd genug wäre, musst du natürlich, wenn du das Auto abfangen willst, auch doppelt so weit gegenlenken. Das ist das größte Problem. Boah, ich... Heiland. Weißt, normalerweise tippst du das Lenkrad dann nur an und du kannst den Dreher abfangen. Aber jetzt ist ja voll krass. Okay, weißt du was? Scheiß auf die schnelle Runde. Wir sind eh letzter. Gucken wir uns mal ein bisschen im Auto um. Also, vorne sehen wir das Dashboard. Das können wir auch durchschalten. Das zeigt uns wieder allerhand Schabernack an. Ich nehme das wieder bei den anderen. Dann so aussehen. Ich weiß nicht, was die für Dashboards drin haben. Wir haben hier von Bosch das DDU7 drin. In der DTM haben ja alle Hersteller das DDU8. Ich weiß nicht, wie es beim GT3 ist. Porsche beispielsweise fährt mit dem Cosworth Dashboard. Ich weiß nicht, ob die Corvettes und Mercedes das auch drin haben. Wenn, jetzt sieht es halt einfach ein bisschen anders aus. Dann hier das Lenkrad. Ist in diesem Neon bepinselt, damit man das nachts alles gut sieht, die Knöpfe.
Ansonsten, ja, fahrzeugtexturmäßig. Race Room typisch, alles drin, was man braucht. Sieht gut aus. Wir werden gleich auch mal die Kameras ein bisschen durchschalten. Alter, du kannst ja kaum im Karussell halten mit dem Lenkrad hier. Warte mal, welche Taste mal das nochmal? Hier. Okay, ja gut. Motorhaube ist jetzt natürlich schon in Mitleiden, hat Mitleidenschaft gezogen. Und was einem auch krass auffällt, dass aus dieser Third-Person-Kamera man Punkt A nicht merkt, wenn das Auto ausbricht. Und Punkt D fühlt sich irgendwie nicht so schnell an. Aber gut, Sound ist natürlich klasse. Da gibt's nichts, ne? Egal, versuchen wir die letzten Teil der Nordschleife auch noch irgendwie zu überleben. Ich gehe jetzt mal wieder auf Renntempo hoch, so gut es geht. So, Sprunghügel. Ich bin mit dem R8 hier natürlich auch noch nicht auf der Nordschleife gefahren. Deswegen übernehme ich jetzt quasi die Bremspunkte einfach von den alten GT3s, aber die passen ja grob. So. Mal umgeguckt, so gut es geht. Ah, warte mal, ich probiere mal, ob die Lichthupe geht. Moment. Ja, funktioniert. Also ich habe hier einen Kipphebel. Wenn ich den einmal umlege, das wäre das Pendant bei einem Knopf zu einmal drücken, dann flasht der kurz. Das ist natürlich auch eigentlich eine Spielerei im Spiel, weil du halt keine Multiclass-Rennen fährst. Aber guck mal, die fahren schon in die Box. Weißt du was? Yellow flag. So einen kleinen Burnout kann man nochmal machen zum Schluss hier. Incident clear, green flag. Yellow flag, stay sharp. So, ich hoffe, das Video hat euch wenigstens einen kleinen Einblick geben können in das Update von Race Room. Yellow flag. Das war zwar jetzt gerade meine fahrerische Glanzleistung, aber ich denke, wir werden in Zukunft noch ein bisschen was von den GT3s sehen, weil die machen wirklich unheimlich viel Spaß. Gerade das Geknatter hinten. Macht natürlich nochmal doppelt so mehr Spaß. Doppelt so mehr vor allem.
So. Okay, that's the end. Let's get out of here. Try and forget this one, eh? Oh, das ruckelt aber nur ganz dezent. Naja. Wenn du meinst. So. Schaffen wir uns ins Hauptmenü? Sieht nicht schlecht aus. Sieht vielleicht doch schlecht aus. Egal, mache ich halt die Abmoderation so, vom schwarzen Bildschirm. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es dient einfach nur dazu, einen kleinen Einblick zu geben, was ist so neu. Das Wichtigste sind eigentlich die Patch Notes. Ah, guck mal hier, jetzt haben wir auch wieder Bild. Ja, das Wichtigste sind eigentlich die Patch Notes. Das andere war jetzt nur so das i-Tüpfelchen für oben drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder in Race Room. Jetzt am Sonntag, da geht es nämlich weiter mit dem Rennsonntag, ja. Da werde ich wahrscheinlich die neuen Autos auch schon in irgendeiner Form integrieren. Mal gucken. Wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Donnerstagabend, falls das Video heute noch hochkommt, wovon ich ausgehe. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Need for Speed oder eben Sonntag beim Rennsonntag. Und bis dahin, halt die Wurst hoch. Ciao.